Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tages. Morgen. Morgen. Einen Tag nach dem Rückzug von Partei- und Fraktionschef Schäuble will heute das CDU-Präsidium über die neue Lage beraten. Dabei sollen erste Schritte für die Neubesetzung der beiden Spitzenämter erörtert werden. Als mögliche Kandidaten für den Parteivorsitz gelten Generalsekretärin Merkel und als Übergangslösung auch der thüringische Ministerpräsident Vogel. Als Kandidat für den Fraktionsposten ist der Finanzexperte Merz im Gespräch. Dazu der CSU-Vorsitzende Ministerpräsident Stoiber. Ich bin mir etwas unklar, wie ich jetzt weitermachen soll. Jetzt die Neuwahl. Oh, Entschuldigung, da habe ich einen Fehler gemacht, die falsche Meldung. Die mir jetzt... Entschuldigung, ich habe keine 3, Anton. Ich höre gerade, wir sind da an der falschen Stelle. Ich bin mir etwas unklar, wie ich jetzt weitermachen soll. Ich werde jetzt mit unserer Meldung 7 weiterlesen. Das ist für unsere Regie. Gestern sah es so aus, als seien... Oh, Entschuldigung, ich habe die falsche Moderation. Die USA wollen die... Pardon. Entschuldigung. Boris Becker hat am Abend das WCT-Turnier in Dallas, die inoffizielle Tennis-Weltmeisterschaft, gewonnen. Er schlug im Finale den Schweden Edberg mit 6:4, 1:6, 7:5 und 6:2. Die Lottozahlen. 3, 6, 19, 33, 38, 43. Zusatzzahl 46. Verzeihung. Die Gewinnzahl im Spiel 77 lautet 09. Entschuldigung. 09, 8, 2, 9, 4, 2. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Im Bundesfinanzministerium in Berlin wird dieser Tage viel gerechnet. Dieser hat den Großteil der Bevölkerung ja mit extremistischen und rassistischen Äußerungen gegen sich aufgebracht. Tief zerstritten zeigten sich die Politiker in Israel, während Ministerpräsident Barak am Abend sprach Oppositionsführer Sharon vom Ausverkauf Israels. Sollten diese die geistige Zurechnungsfähigkeit des 85-Jährigen, die Unzurechnungsfähigkeit des 85, die Zurechnungsfähigkeit, pardon, des 85-Jährigen feststellen, könnte Anklage gegen Pinochet erhoben werden. In Huairu bei Peking ist heute das internationale Frauenforum der Nichtregierung. Entschuldigung, ich hatte noch eine Meldung, aber bitte. Na? Ja, bitte, Präsidium. Gut. Pardon. Der Bundesgerichtshof hat den als Autoschreck von München bekannt gewordenen Michael Hartmann freigesprochen und die gegen ihn verhängte Bewährungsstrafe aufgehoben. Hartmann ist seit 1988 immer wieder über falsch geparkte Autos gestiegen, auf vielbefahrenen Straßen spazieren gegangen, um Autofahrer zu defensiverem Fahren zu zwingen. Dies ist nach Ansicht der Richter kein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, sondern allerhöchstens eine Ordnungswidrigkeit. Verzeihung, meine Damen und Herren. Der designierte CDU-Vorsitzende Schäuble hat erneut eine Diskussion über Koalitionen seiner Partei mit den Grünen abgestoßen. Wie heißt das? Angestoßen. Gegen seine Gewohnheit hatte der begeisterte Rennradfahrer keinen Helm auf.
Die Comedian Harmonists waren in Berlin des ausgehenden 20er Jahre ein weltberühmter Männerchor. Und der DGB geht so weit, 8 Millionen Mark auszugeben für eine Kampagne, die zwar nicht ausdrücklich zum Regierungswechsel aufruft, ja. Die Pfaffen, die Spatzen haben es schon von den Dächern gepfiffen. Der IFO-Geschäftsklimaindex sank im Februar von 97,5 auf 96,4 Punkte. Die kontrollierte Heroinabgabe sei keine Kapitulation vor der Sucht. In Bonn befasst sich heute der Parlamentarische Kontrollkommission, Ich fange den Satz am besten noch mal ganz von vorne an. Für Bereiche der Rechtschreibreform, die noch umstritten sind, wie die Getrennt- und Zusammenschreibung, sollen binnen eines Jahres Lösungen gefunden werden. Jetzt habe ich's. Damit in jenen Räumen nicht auf heimtückische Weise audiovisuelle Hilfsmittel zur Wiedergabe und Übertragung nach außen installiert werden. Sein Wagen war am 11. April vor der Al-Griba-Synagoge explodiert. Uli Wickert, ich bitte dich, die Meldung weiterzulesen. Meine Stimme ist weg, tut mir leid. Ich gebe dir gleich einen Bonbon. Danke. Pardon. Das Porto für Briefe und Postkarten wird nicht erhöht. Entschuldigung. Bei dem Anschlag vor 2 Jahren auf ein Verwaltungsgebäude waren 168 Menschen getötet und mehr als 500 verletzt worden. Als Hauptverdächtiger angeklagt ist der 28-jährige Timothy McVeigh. Er soll das Auto mit dem Sprengstoff vor dem Gebäude geparkt haben. McVeigh bestreitet das. Ich bin viel zu betrunken, um nach Hause zu gehen. Ich kann nur noch fahren. Dann starten Sie gut in die neue Woche, das muss man doch sagen können. Und wenn Sie morgen mögen, schalten Sie die Tagesthemen wieder ein. Auf Wiedersehen und tschüss. Heißt das jetzt, im Endeffekt könnte die Innenministerin von Florida die Entscheidung über den neuen Präsidenten treffen? Was sehen wir jetzt? Ich würde lieber Klaus Kleber sehen. Hallo, ja. Wenn ihr mit Telefon geht, kann ich auch mit dem telefonieren. Aber wo ist Klaus Kleber? Live aus Washington immerhin. Ich würde jetzt auch gern so machen, aber ich meine, wir können nicht einfach auf was anderes schalten. Wir versuchen jetzt nach Tel Aviv zu schalten zu Carola Bayer. Frau Bayer, können Sie mich hören? Und wir wollen nochmal nach Tel Aviv schalten zu Carola Bayer. Frau Bayer, haben Sie bereits Einzelheiten, was in Jerusalem genau passiert ist? Frau Bayer, können Sie mich hören? Das ist noch immer nicht der Fall. Frau Bayer? Und jetzt wollen wir noch mal versuchen, nach Tel Aviv zu schalten zu Carola Bayer. Frau Bayer, können Sie mich jetzt hören? Ja, ich kann Sie hören. Das ist gut. Schön, dass wir Sie hören können. Herr Bosdorf, was wird dort geboten? Ja, es ist ein ganz buntes Fest. Hier vor dem Stade de France ist die Stimmung natürlich jetzt ein bisschen getragener, abgesehen von einzelnen Fans, die immer noch ihren Humor nicht verloren haben. Aber im Grunde genommen sind hier nur noch die Leute, die eben, ich setze mir auch diesen Hut ab, die keine Karte bekommen haben. Die Karten am Ende haben sie auf dem Schwarzmarkt 2000 Mark gekostet. 80.000 haben die Feier dann gesehen und pünktlich um 16.35 Uhr. Guten Abend. We have until 45, huh? Wissen Sie, Patrick Leclerc, er sitzt da ja? Am Telefon. Guten Abend, Patrick Leclerc. Ja. Wissen Sie, wir rufen aus Damaskus und wollen ein Live-Gespräch machen mit den Tagesthemen. Das ist ganz wichtig. Da ist es wunderbar. Wir sind schon auf Sendung. Patrick Leclerc, können Sie mich denn hören? Das ist wieder eine dieser wunderbaren. Ja, wir haben gleich keinen Satelliten mehr. Das sehen Sie. Also ich habe den Eindruck, das klappt nicht. Udo Lilischkis in Brüssel, können Sie mich hören? Herr Lilischkis kann uns leider nicht hören. Wir versuchen innerhalb der Sendung natürlich nochmal zu ihm zu schalten und machen weiter mit. Aber ich sehe kein Bild, ich sehe Werbung hier. Denn am 12. September wird ja in Thüringen der Landtag neu gewählt. Doch diese Wahlkampfaktion wurde dann, wir haben das vorhin gesehen, zu einer ziemlichen Krisensitzung. International wächst die Skepsis, ob es überhaupt noch Chancen gibt, die Mannschaft oder auch nur Teile davon lebend zu bergen. Was sagt man bei Ihnen? Was sagt man vor Ort dazu?
Ja, vor Ort werden die Meldungen hier auch immer bedrückender. In den Zeitungen steht jetzt auch schon zu lesen, dass sie ungefähr rechnen mit 75 Toten an Bord der Kursk. Die Lokalzeitungen sind äußerst pessimistisch, was das Schicksal der Besatzungsmitglieder angeht. Heute die Zeitung schreibt, ja, weil das vordere Teil, der vordere Teil des U-Bootes völlig zerstört ist, rechnen sie damit, dass 2/3 der Besatzung nicht mehr am Leben sind. Und außerdem eine andere Zeitung geht davon aus, dass die eigene russische Möglichkeit, eventuell noch das Boot selbst hochzuhieven mit diesen Luftkissen, dass auch das eigentlich überhaupt keinen Sinn mehr macht. Alles setzt auf dieses U-Boot, was aus Norwegen kommt. Das war's für heute. Ach nee, Quatsch, das Wetter fehlt noch, der Blick auf den Wetterbericht. Heute Morgen gab es bereits den ersten Bodenfrosch, den ersten Bodenfrost. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 6. Nee. Was haben wir morgen eigentlich? Den 5. April. Der Frühling mitten im Winter dauert an, auch morgen bleibt es kalt, warm. Und nun die Wettervorhersage. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 23. Februar. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 6. April. Zwei Kräfte bestimmen das Europawetter. Ein Tief versorgt den Norden mit Regenwolken, ein Hoch den Süden mit Sonne. Zwischen den Tut uns leid, das Wetter findet auf jeden Fall statt. Es wird nicht ganz so schön wie zu Ostern. Nun, die Lottovorhersage, Eigentlich sollte an dieser Stelle der Wetterbericht kommen. Also das Wetter, das wird heute nichts. Und der Letzte macht jetzt das Licht aus.